Natürlich wird er uns so erhalten bleiben, wie er aussieht, aber greift auf der Stelle eines hinzu. Aber natürlich, ich probiere was. Zuzel. Ja, Zuzel, dir auch übrigens. Die Haare können wir ja machen und Make-up. Bei Make-up wird das ja relativ schnell gehen, denke ich mal. Oh. Mal gucken. Ja, das ist genau der Look, den ich mir so vorstelle. Das nicht so... Wie wäre es denn damit? Ach du Scheiße. Tja, da, ja. Sieht wunderschön aus. Das möchte ich genau so lassen. So stelle ich mir Fridolin vor. Wie einen schwulen Stahlarbeiter. So, was haben wir hier? Einfach einen Helm auf dem Kopf. Obwohl, da fällt mir gerade was ein. Aber dazu müsste man einen neuen Charakter anlegen. Naja, machen wir vielleicht später. Jetzt erstmal Fridolin. Ich lasse mich ja wieder ablenken hier. Ja, das ist, sieht auch sehr cool aus. Der buddhistische Mönch, was haben wir hier? Ach ja, die alte Zappelmütze und hier, lalala. Okay. Wie wär's denn damit? Aber die Haare abrasiert ist natürlich blöd. Das ist nicht so ganz sein Style. Wie wär's denn damit? Jetzt sieht er aus wie ein Mädchen, das nach einem Jungen aussieht. Oder hier vielleicht sowas in der Richtung. Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, Fridolin kann keine Hüte tragen, außer natürlich den hier, der geht immer. Aber generell glaube ich nicht, dass Fridolin Hüte tragen kann. Nee, nee, nee. Da geht der Charme einfach verloren. Ich glaube, er bleibt einfach bei seinem Fahrradhelm. Das sieht einfach am authentischsten aus. So, naja, dann egal. Dann gucken wir noch mal ein paar andere Frisuren durch, just for fun, weil wir gerade dabei sind. Nein, wirklich nicht. Naja, geht eigentlich. Naja, muss nicht sein. Ja, das trifft eigentlich genau das, wo ich hin wollte. Und zwar ins Krankenhaus. So, was haben wir hier? Irgendwas Einrasiertes wieder. Hier irgendein Zeug. Naja. Naja, naja, naja. Ich glaube, das lassen wir mal lieber. Was haben wir hier noch Schönes? Ich bin voll Emo. Oder hier so. Das würde eigentlich seinem neuen Trend so entgegenkommen, ne? Hier, den er da hier gerade auslebt die ganze Zeit. Oder wie wär's denn hier so? Ach, Mensch, eigentlich stehe ich auf Buben. Das ist alles nicht so das Wahre. Ja, schöne Haare, aber ich glaube, das wird so nix. Boah, ist das laut auf einmal. So, ich glaube, die Fridolin-Haare sind einfach unverkennbar. Da werden wir auf jeden Fall dabei bleiben. Hat leider nicht geklappt. Naja. 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 Oh Gott. Nein. Nein. Warte mal, mal gucken. Würde sogar gehen, eigentlich. Ja, komm, den gönnen wir ihm jetzt mal. Und jetzt raus hier, ist so laut. Da hat der Fridolin sich ein kleines Bärtchen stehen lassen. Einen zarten Flaum im Gesicht trägt er jetzt. So, und ich würde sagen, wenn er jetzt schon mal dabei ist, kann er ja auch gleich ein bisschen hacken. Unser kleiner Gangster Fridolin, der rutscht immer mehr auf die schiefe Bahn. Duke. So. Aha, ja, hier. Mhm. So, hier mal kurz bei SchülerVZ. So, hier, ach ja. Mhm, okay. Alle JPEGs auslesen und jetzt hier veröffentlichen auf
nach meiner privaten Homepage. Ich bin gerade in der falschen Stimme. Mensch, das kommt davon, wenn man gar nicht darüber nachdenkt, was man eigentlich gerade macht. So, da muss ich mal hier, da noch, wie ich gerade sagte, SchülerVZ und dann hier mal gucken. Charakterfähigkeiten verbessern? Wie weit denn noch eigentlich? Steht da jemand auf? Nee. Wie weit müssen wir denn... Hallo? Charakterfähigkeiten steht natürlich auch nirgends. Ah, das ist ja blöd. Ach, Adolf Schlömpel ist der beste Freund. Tränemund Schlömpel ist die Schwester. Bekannte Merkmale, cool. Frikadella Schlömpel ist die Mutter, aber natürlich nicht befreundet oder so. Okay, ich glaube, wir lassen ihm mal ein bisschen Charisma üben, wa? So, Hacken bis 7 Uhr morgens. Ne, pass mal auf, dann macht er ein bisschen Charisma. 36 Simoleons hat er mal eben schnell verdient. Zwischen Mitternacht und Frühstück. So, die anderen Penny alle, wie spät ist es gerade? Es ist 6.28 Uhr, das heißt, die müssen eigentlich auch bald aufstehen. So. Frühstück essen, ein... Wo ist denn der Hamburger? Ach nee, Reste essen wäre das ja. Reste essen, Hamburger. Wie, was macht denn Fridolin jetzt? Der soll doch... Nicht Computerspiele spielen, der soll... Reden ü... Ach, er kann nicht aufsteigen, weil er Freunde braucht, ne? Lebenszeitbelohnung, mal ganz kurz gucken, was kann er denn? Geschmacksänderung, Profigammler, super, kostenlose Unterhaltung, wachsam. Stahlblase, reich belohnt, fleißiger Erfinder. Mit weniger Schrott, mehr basteln und erfinden. Erfinden wäre doch eigentlich was für ihn. Keine Eifersucht, Verdienstbooster, erhalte einen höheren Wochenlohn und mehr Simoleons für jeden erledigten Auftrag. Unternehmergeist, gewinn schnell an Erfahrung und erreiche die höchste Stufe auf der Karriereleiter meist schneller als andere. Multitalent, werde ohne große Anstrengung besser in der Schule oder im Job. Das müssten wir ihm eigentlich gönnen. Wachsam, Putzdrache, Trampeltier, schneller Metabolismus. Legendärer Gastgeber, unentgeltlich Speisen. Wir gönnen ihm jetzt mal das Multitalent, würde ich sagen. So, dann hat er zumindest schon mal was. Und jetzt mal gucken, was hat sie denn eigentlich? Auch 11.000. Und sie hat gerade 8.000. Hat hier aber schon die Profigammlerin. Da ist er also doch schon. Aber irgendwie weiß ich gerade nicht, wie wir die einsetzen können. Naja. Unentgeltlich Speisen. Alle Speisen gehen aufs Haus. Tut mir leid, da muss Frikadella zuschlagen. Da kann ich nichts machen. Das ist ihre Hand, die gerade meine Maus lenkt. So, hier, drückt auf Kaufen gefälligst. Habt ihr gehört? Ich kann da nichts für. Das war sie ganz alleine. So, jetzt mal gucken. Fridolin sollte jetzt auf jeden Fall reden üben, aber da muss ich mal ganz kurz gucken. Der kann gerade nicht reden üben, ne? Wo ist denn hier? Charisma 3. Benötigte Freunde 2. Er braucht auf jeden Fall noch einen Freund. Und wer ist denn da... Tränenmond ist ja kein Freund, aber kann die denn nicht Freund werden? Und wieso ist Adolf Schlömpel der beste Freund und er weiß gar nichts über ihn? Tja, Dörte Nukem können wir ja mal anrufen. Mit Alma lief's ja jetzt nicht so gut. Ich würde sagen, der Fridolin muss sich mal mit dem Olli anfreunden. Den kennt er ja noch gar nicht. Naja. Sanorg, Hansavi! Oh! Belko Webney, Barko Tansi, Bedinneblab. Ja, Bedinneblab bringt ja dann sowieso nichts, also dann hack mal lieber und du wirst später im Park ein paar Leute kennenlernen, gefälligst. Such dir Freunde! Hamburger zubereiten. Nein, das ist nichts für dich. Tut mir leid. Der Schulbus kommt um 8, das ist super. 250 Simoleons beim Hacken verdienen, na klaro. Und jetzt steht auch die Trini auf und macht jetzt erstmal ein Fass auf. Und zwar in der Dusche. Reste vom Hamburger essen geht natürlich... Was macht er denn da? Ah. So. Macht mal ein bisschen hin, Kinders. Ach, was ist denn mit dem Fridolin heute los? Der macht ja nicht, was er soll.
Wo ist denn hier? Ach so, ist schon zu spät geworden für Hacken, weil die Nacht um ist. Ja, dann kann er zumindest den Spaß ein bisschen aufdrehen. Ja.